Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Es wurde eine neue Safari-Zone angekündigt. Ist in Taiwan, was für uns eigentlich nicht so interessant ist. Allgemein die ganzen anderen Safari-Zonen. Außer, abgesehen davon, dass das Shiny-Pokémon dann natürlich für alle kommt. Und das Shiny-Pokémon wird Pinsir sein. Richtig krass, super saftig Pinsir. Ups, hab mich angestoßen. Super saftig Pinsir, Alter. Und dann dort gibt es dann auch noch Relikant, die Kognito-Buchstaben. Kindwurm, das ist auch sehr interessant. Was weiß ich, vielleicht ist ja einer in Taiwan unterwegs, Urlaub machen oder Familie besuchen. Dann schaut es auf jeden Fall in Tainan, Taiwan vorbei. Das ist am 1. November bis 5. November. Für alle anderen, Shiny Pinsir kommt. Dann ist ja gestern Abend noch der Kanto-Bonus zu Ende gegangen. Checkt das Video nochmal ab und schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den Kanto-Bonus fandet. Aber dadurch, dass der zu Ende ist, gibt es jetzt natürlich auch andere Raids. Weil mit jedem neuen 5er Raid-Boss werden die anderen Raid-Bosse auch angepasst. Weil es kam ja Mewtwo als neuer Raid-Boss und die Raids wurden nicht angepasst, weil der Kanto-Bonus lief und da nur die Kanto-Raid-Bosse da waren. Und jetzt, wo der zu Ende ist, müssten eigentlich die Raids angepasst werden an Mewtwo. Und das wurden sie auch. Neue Raids sind am Start. Ich habe einen interessanten Raid gesehen. Aber wir gehen die Liste nochmal durch. Einser. Da haben wir Traumato. Nicht Shiny bisher. Das heißt, aber die Einser sind eigentlich immer alle Shiny. Wie zum Beispiel Kapador, Mediti und Valmir. Manche vermuten jetzt, dass Traumato Shiny da ist. Weiß man noch nicht. Ansonsten macht es keinen Sinn, den in den Einser zu stecken. 2. Lamus, Kokowai, Kirlia und Flunkiefer. Kirlia sehr beliebt, wieder am Start. Ich weiß nicht, ob das Kokowai sein soll oder Alola Kokowai. Weil Alola Raichu und Alola Knorr sind wieder am Start. Da macht es überhaupt keinen Sinn, Alola Kokowai rauszunehmen. Aber Tier 3. Alola Raichu, Simsala, Starmie, Rosana und Nepomentas. Sind alles Psycho-Pokémon, passend zu Mewtwo. Und der mich interessiert, Nepomentas. Ich blende das Video hier mal ein. Zeit, um das nochmal zu versuchen. Klappe schon. Vielleicht sollte ich noch nicht aufgeben. Aber ich glaube nicht. Komm, Niantic. Niantic, verarsch mich nicht. Ah, komm, Niantic. Habt ihr das gesehen? Ich hab den mal gemacht. Er hat mich vernichtet. Was heißt vernichtet? Das waren ein paar Sekunden, die gefehlt haben. Aber damals war mein Kyogre noch nicht auf Max und ich hatte nur 100er Mewtwo. Jetzt habe ich natürlich zweites und ein 98er und alle drei auf Max und zwei Kyogre. Beide auf Max. Ich freue mich drauf, die Revanche. Es fehlen mir genau drei. Drei Dreier, und zwar ist es Azumarill, der ist aber easy, den habe ich einfach nur verpasst. Dann Lepomentas, sollte jetzt machbar sein, es haben echt Hundertstel einer Sekunde gefehlt. Und damals war nicht alles gepusht. Und, ihr wisst es, Blitzer. Ja, den habe ich einfach nie gesehen. Stufe 4, Alola Knorr, sehr saftig, Hundemon, wen interessiert. Despota wieder am Start. Und ich möchte hinweisen, Machomai ist glaube ich zum ersten Mal nicht mehr in den Raids. Endlich. Und dann auch Absol. Freut mich natürlich auch, Absol. Werde ich auf jeden Fall mit meinem Kleinen jetzt... Jetzt schaffe ich es alleine mit dem Kleinen. Da werde ich auf jeden Fall eine Menge Absol jagen. Tier 5 natürlich. Mewtwo und X-Raid. Deoxys. Das waren so ein paar Neuigkeiten für euch in der Früh. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr Shiny Pinsir findet. Und wie ihr die neuen Raids findet. Was interessiert euch? Mich interessiert, wie gesagt, Lepomentas und Absol. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.